Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um Seite 16. Da stellen wir euch diese Einbaukühlbox her. Und ich habe jetzt hier kein Ausstellungsgerät oder Neugerät, sondern ich habe einen Rückläufer von einem Kunden, der damit absolut unzufrieden ist. Der Kunde, es ist eine viereckige Box, 400 x 400 x 400 und hat einen losen Deckel drauf. Der Kunde hat jetzt auch hier bereits eine Isolation noch zusätzlich drauf gemacht, weil unsere Isolation sei zu schwach. Punkt. Wir haben eine Standardisolation, wie sie normal ist, und wir haben sehr einen großen Verdampfer innen drin, der geht rundherum. Also das heißt, wir haben hier einen Kunststoffboden, eine Chromstahlwand. Das geht hier rundherum und wir sehen jetzt hier, fängt das schon an zu kühlen. Ich habe es vorher gerade eingeschaltet. Das kühlt dann hier, dann geht die nächste Seite, es geht rundherum. Und wenn wir schon beim Innenraum sind, hier ist ein Fühler eines Digitalthermostaten. Standard ist hier ein mechanischer Thermostat verbaut. Und als Option bieten wir diesen Digitalthermostaten an. Bei dieser Kamera, das ist eine Sony, da blinkt die Anzeige, weil das kann sie nicht vertragen. 14,5 Volt. Und hier kann ich zum Beispiel hier Set minus 18 Grad einstellen. Wir haben hier beim Stromverbrauch bei 5 Grad innen und 25 Grad außen ein Energieverbrauch von 4,6 Wattstunden pro Stunde. Das ist, wenn das Gerät hier ist, in der Standardausführung, braucht es relativ wenig, weil wir einen sehr großen Verdampfer haben. Wir haben hier im Katalog drin einen Stromverbrauch von 4,6 Wattstunden pro Stunde. Das ist bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Und das wären dann 110 Wattstunden pro Tag. Der Kunde reklamiert, das Ding braucht sage und schreibe 53 Wattstunden bei minus 18 Grad, bei 32 Grad außen. Ja, richtig. Das Ding braucht mehr bei Tiefkühlung und einer höheren Temperatur wieder außen. Und ich hätte hier nur 7,4 Watt angegeben bei 32 Grad außen. Das ist auch richtig, aber 5 Grad innen. Ich kann damit tiefkühlen. Im nächsten Video geht es dann über Tiefkühlung. Wenn ich tiefkühlen will und ich eine Kühlbox oder eine Einbaukühlbox runterdrücke auf Tiefkühl, brauche ich automatisch mehr Strom. Und somit habe ich hier diese Kühlbox, die der Kunde reklamiert hat, sie braucht bei Tiefkühlung mehr Strom als im Kühlen. Gut, sie steht jetzt hier, wir haben die zurückgenommen, ihr könnt die erwerben. Machen wir einen guten Preis, weil er hat auch hier schon eine Armaflex-Isolation außen drauf geklebt. Armaflex außen auf dieses Gehäuse kleben oder eine Styroporplatte hier drauf zu kleben, ist eine ganz schlechte Lösung. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Wand. Und zwar habe ich innen drin, wie wir vorher gesehen haben, das Chromstahl. Dann haben wir hier Rohre innen drauf geklebt. Hier haben wir dann den Boden. Und hier haben wir ein Blech. Und zwischendrin ist ein Polyurethanschaum. Jetzt, wenn ich hier ein Armaflex drauf mache oder ein Styropor, dann wird Folgendes passieren. Wasser wandert durch jedes Material.
Wasser wandert vom höheren zum tieferen Temperaturniveau. Wenn ich natürlich jetzt hier plus 5 Grad habe und hier habe ich plus 25, da habe ich hier draußen das höhere Temperaturniveau als hier in der Kühlbox. Somit wandert der Wasserdampf immer vom höheren zum tieferen Temperaturniveau. Es gibt dann noch den Dampfdruck, aber das lassen wir momentan sein, weil das wird kompliziert. Jetzt wandert der Wasserdampf aus der Luft hier durch. In der Luft kann er zirkulieren, das ist überhaupt kein Problem, das ist kein Unterschied. Er schlägt hier an dieser Wand an. Armaflex ist keine Dampfsperre. Das heißt, der Dampf wandert durch das Armaflex hier an diese Blechwand. Hier bleibt das zweite Mal stehen. Diese Blechwand hier ist Stahlblech beschichtet mit Kunststoff. Kunststoff ist der bessere. Also ich habe außen eine Kunststoffbeschichtung und dann innen drin habe ich ein Stahlblech. Das heißt, das Wasser, was hier durchwandert, bleibt an diesem Kunststoffbeschichtung stehen. Es sammelt sich hier in diesem Bereich und die ganze Isolation von, also diese Armaflex-Isolation, die hier unten ist, die wird siffig oder feucht oder saugt sich mit Feuchtigkeit voll. Dann gibt es hier drin permanent eine Feuchtigkeit und somit habe ich hier eine Kondenswasserbildung. Das führt dann zum Rosten vom Gehäuse und eine Einschränkung der Isolation. Das heißt schlussendlich, diese Armaflex-Isolation hier unten, die bringt auf längere Sicht gesehen, nicht nach 2 Wochen, sondern nichts, weil sie ist feucht. Sie bildet, fängt Wasser an zu bilden. Wasser. Eine Isolation, die mit Wasser vollgesogen ist, ist kein Isolator. Und dann habe ich auch das Problem, dass wenn diese Isolation voll mit Wasser ist, steigt auch das Gewicht der Kühlbox. Und das Gewicht der Kühlbox, ja, das geben wir an mit 15 Kilo. Das stimmt natürlich dann auch nicht. Also das heißt, wenn wir eine Isolation draußen machen, hier, entweder eine Isolation, die keine Feuchtigkeit aufnimmt, eine geschlossenporige Isolation und dann zu äußerst eine Dampfsperre, dass der Dampf nicht gegen innen wandert. Ja, dann haben wir hier bei der Einbaukühlbox verschiedene Optionen. Das eine ist ein stärkeren Kompressor, das wollte er auch, hat er bekommen. Der Kompressor zieht natürlich mehr Strom als ein schwächerer Kompressor. Wir müssen damit rechnen, wenn ihr damit was runterkühlen wollt, der geht in Tiefkühler. Ich kann auch hier drin Fisch einfrieren. Dann brauche ich, habe ich eine Gefrierleistung von etwa 5 bis 7 Kilo pro Tag. Das ist nicht so viel, aber ist mehr als ein normaler Schrank. Dann donnert das Ding mit 100 Watt vor sich hin. Ich brauche dann 100 Watt Strom für diese Kühlbox, wenn ich Ware einfrieren will. Dann gibt es eine Option Digitalthermostat. Das ist das Teil hier, das kann ich dann irgendwo montieren, weit davon weg, weil das Teil montiere ich ja vielleicht unter der Sitzbank oder in der Pantry drin. Standard ist nur so ein mechanischer Drehknopf drin. Dann habe ich die Möglichkeiten von Kupplungen. Das sind solche Kupplungen, damit kann ich die Kältemittelleitung im gefüllten Zustand trennen und wieder zusammenschrauben. Wir sagen 1, 2, 3 Mal, weil wenn hier Schmutz dazwischen kommt und ich drücke den Schmutz dazwischen, immer auf und zu, nein. Aber für eine einmalige Montage oder wieder eine Reparatur ist das absolut okay. Diese Kupplungen werden dann hier oben montiert und die Leitung
von der Kühlbox geht dann hier auf diese Kupplung, mache ich euch natürlich ein Video über die Kupplungen in der Endcard. Was es gibt, hier haben wir eine Kältemittelleitung. Die geht hier unten raus, geht bis an den Kühlschrank oder das Kühlaggregat und die ist Standard 1,5 Meter lang. Das hier, die stand 1,5 Meter oder Meter daneben, da habe ich noch eine Schlaufe. Wenn ihr sagt, ja, ich bin da 3 Meter davon weg, weil das habe ich unter der Sitzbank und das Kühlaggregat habe ich in der Wachskiste. Okay, dann gibt es auf Wunsch 3 Meter Leitung, könnt ihr so bestellen. Das ist dann die Option längere Leitung, ob 1 Meter, 2 Meter oder 3 Meter. Das spielt dann eigentlich keine Rolle mehr, weil der Aufwand ist nicht das Stück Kupferrohr oder zweimal Stück Kupferrohr hin und zurück, sondern halt die Montage neu befüllen, andere Kältemittel mit. Dann sind wir beim Kältemittel. Standard haben wir ein BD35F verbaut, immer noch, ist absolut zulässig für diesen Bereich, mit dem Kältemittel R134A. Die ganze Branche weiß nicht, wo sie hin will. Hier haben wir zum Beispiel das Kältemittel R290, das ist Propan. Propan ist biologisch abbaubar. Es gibt eine kleine Explosion, das heißt eine Oxidation, eine unkontrolliert rasche Verbrennung und dann ist das Kältemittel abgebaut. Ja, es gibt ein bisschen CO2 und so, aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, momentan fahren wir noch mit dem R134A. In Zukunft gibt es dann ein brennbares Kältemittel. Bei den kleinen Mengen ist das also nicht als Gefahr zu betrachten, weil wenn ihr ein Feuerzeug in der Hosentasche habt, wenn ihr zwei Feuerzeuge habt, habt ihr mehr, als da an Kältemittel drin ist. Und ihr müsst euch vorstellen, wo ihr die zwei Feuerzeuge habt. Kann auch gefährlich sein. Ja, das ist diese Einbaukühlbox, effektiv gebaut zum Einbauen. Mit dem Digitalthermostat kann man sie dann umstellen als Tiefkühler. Ihr könnt sie zwischendrin brauchen als Tiefkühler oder wenn ihr viel Ware zum Einfrieren braucht, dann braucht aber die starke Maschine. Wir haben jetzt das Video, könnt ihr zurückspulen, wie lang es ist. Wir sind gestartet irgendwo bei 16 Grad, das ist die Temperatur, die jetzt hier herrscht. Und hier haben wir jetzt bereits eine Temperatur von 0 Grad, die hier in dieser Kühlbox drin sind. Ja, diese Box steht bei uns, weil der Kunde absolut unzufrieden ist, weil wir haben ihm keinen Wert angegeben an Stromverbrauch beim Tiefkühlen, sondern hat sich bezogen, dass ein Stromverbrauch gleich ist beim Kühlen und beim Tiefkühlen. Wieder darüber zu diskutieren, habe ich gesagt, hinstellen geht als Okkasion weiter, also das ist kein Thema. Jetzt sage ich noch so einen Spruch, bist du nicht für Bäcker, Metzger, Handwerker oder Elektromonteur, dann wird doch Ingenieur. Und somit hier noch das Video über die Kupplungen und ich wünsche euch einen schönen Tag.